Hallo und herzlich willkommen zum Magazin von Studierenden in Baden-Württemberg. Ich bin ganz froh, dass ich heute noch hier stehen darf, weil wir werden gleich erfahren, dass selbst der Job eines Moderators in Zukunft nicht mehr sicher ist. Maschinen haben und werden auch immer weiter unser Leben verändern. Und das ist auch das Thema unserer Sendung heute. Natural Language Processing, wie Computer lernen, menschliche Sprache zu verstehen. Das Uncanny Valley, warum manche Roboter gruseliger sind als andere. Und E-Sports, Gaming kämpft um die Anerkennung als Sportart im Verein. Um mit einem Computer kommunizieren zu können, gab es schon immer verschiedene Werkzeuge. Erst gab es Tastaturen, dann gab es Mäuse und Stifte. Und mittlerweile brauchen wir für das Smartphone eigentlich nur noch unsere 5 Finger. Selbst die Steuerung mit der Stimme funktioniert immer besser. Obwohl, perfekt verstehen uns die Maschinen eigentlich immer noch nicht. Und wenn sie dann selbst Texte generieren sollen, dann klingt das immer noch auch ein bisschen seltsam. Sie müssen also noch einiges lernen. Und deswegen hat Campus TV von der Universität in Mannheim mal ein paar von den Lehrern der Maschinen getroffen. Auch in einem Kreis balliert, wie es fließt durch diese helle Sonne, das mit seinem Lichtdisplay rollt aus dem Sand und die Hälfte der Knospen Schnee und in aller Ruhe wird er sich verstecken. Dieses Gedicht stammt nicht von einem avantgardistischen Künstler der Neuzeit, sondern von einem Computer. Entwickelt wurde der Gedichtegenerator von Juniorprofessor Goran Glavasch und seinem Team. Der Gedichtegenerator oder Poem Generator. Der Gedichtegenerator ist ein Beispiel für eine Anwendung, die wir Sprachmodulation nennen. In dieses Programm haben wir sehr viele Beispiele von Gedichten eingegeben, sodass viele allgemeine Textausschnitte und Phrasen gespeichert werden konnten. So konnte das Programm die Sprache einer großen Anzahl von Gedichten generieren. Übrigens, so funktioniert meistens auch das natürliche Erlernen einer Sprache. So genügen ein paar Stichwörter, um den Computer zum Dichten anzuregen. Oder man nimmt zum Beispiel ein Wort wie Fußball oder Ball und dann wird das Gedicht wahrscheinlich eher von Fußball oder Sport handeln, aber es wird dann nicht notwendigerweise das eigentliche Wort Fußball vorkommen. Die Verarbeitung natürlicher Sprache muss also Lösungen schaffen, um sowohl gesprochene als auch geschriebene Sprache zu erkennen, zu analysieren und den Sinn zur weiteren Verarbeitung zu extrahieren. Hierfür ist ein Verständnis nicht nur von einzelnen Wörtern und Sätzen, sondern das Erfassen von kompletten Textzusammenhängen und Sachverhalten notwendig. Ein Beispiel ist das Programm Arguminski. Das funktioniert so, dass man halt den Text eines wissenschaftlichen Artikels eingeben kann in die Eingabemaske und dann wird dieser Text hinsichtlich verschiedener rhetorischer Aspekte analysiert. Also allgemein forschen wir daran, die Semantik von Texten, geschriebenen Texten, tatsächlich zu verstehen. Das heißt, Maschinen beizubringen, menschliche Sprache zu verstehen. Jetzt im Speziellen bei diesem Tool kann man sich vorstellen, dass so eine rhetorische Analyse sehr hilfreich ist, wenn es darum geht, Massen von wissenschaftlichen Publikationen zu verstehen, die ja alle den wissenschaftlichen Diskurs reflektieren und dadurch schnellen Informationszugriff zu gewährleisten für den Enduser wiederum. Ziel der Mannheimer Forscher ist es, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, also computergestützt, Texte zu verarbeiten. Aber man will nicht nur den Wortsinn erfassen, sondern auch den Inhalt, also die Bedeutung verstehen. In den meisten Fällen basiert diese Arbeit auf statistischen Modellen, sodass wir Merkmale der zu bearbeitenden Sprache aufgrund großer Textmengen oder einer großen Menge an Textbeispielen lernen, die mit Anmerkungen für etwas, was uns wichtig ist, versehen wurden. Beispielsweise hat man sehr große Textmengen, etwa bei Amazon-Bewertungen, und möchte automatisch feststellen, welche dieser Produktbewertungen positiv oder negativ sind. Doch einfach ist diese Forschung nicht. Denn noch weiß der Computer längst nicht alles, was das menschliche Gehirn intuitiv, also ohne nachzudenken, weiß und verarbeiten kann. Sprache ist ambivalent, sie ist mehrdeutig, unpräzise und ein Computer hat in den meisten Fällen nicht das Hintergrundwissen, das wir Menschen haben, sodass er nicht von vornherein weiß, dass Gelb eine Farbe ist. Er weiß nicht, dass Hunde bellen können, er weiß nicht, dass sich San Francisco in Kalifornien befindet und so weiter. Dog can bark. It doesn't know that San Francisco is the is in California, and so on. So all these.
Also müssen wir all das Wissen, das wir uns im Laufe unseres Lebens aneignen, irgendwie kodieren, müssen dem Computer Zugang zu diesem Wissen verschaffen, sodass er es sinnvoll verwenden und kombinieren kann, um solche Aufgaben zu lösen. Übrigens, auch die sprechenden Roboter kann man als eine Aufgabe innerhalb der Verarbeitung natürlicher Sprache sehen, nämlich die des Dialogs. Our guests want to see you dancing. Really? Awesome. Hollywood macht es uns wirklich nicht leicht. Terminator, Ex Machina und iRobot legen uns nahe, dass Roboter und künstliche Intelligenzen irgendwann die Menschheit unterdrücken werden. Unsere Kultur ist tatsächlich einer der Gründe, warum wir uns gerade in westlichen Ländern damit schwer tun, Maschinen zu akzeptieren, wenn sie menschlich wirken oder es zumindest versuchen. Dabei entsteht ein Effekt, mit dem hat sich Gute Laune Furtwang TV beschäftigt. Diese Bilder haben alle etwas gemeinsam. Sie wirken nicht gerade sympathisch auf uns. Aber warum ist das so? Das sogenannte Uncanny Valley Phänomen, das Tal des Grauens, ist in der Robotik schon seit 1970 bekannt, durch den Japaner Masahiro Mori. Nach seiner Theorie steigt unsere Akzeptanz an, je menschlicher ein Roboter wird, denn ab einem gewissen Punkt sinkt die Bereitschaft schlagartig ab. Es gruselt uns. Die Akzeptanz steigt genauso schlagartig wieder an, sobald ein fast perfektes menschliches Abbild erreicht ist. Im Smart Home Labor der Hochschule Furtwangen wird auch mit Robotern gearbeitet. In Europa sehen die meisten Roboter noch aus wie ich. In Ländern wie Japan ähneln wir aber immer mehr den Menschen. Ist mein Aussehen menschlich, meine Bewegungen aber nicht perfekt, wird das komisch. Je näher meine humanoiden Kollegen euch Menschen werden, umso abschreckender kann es auf euch wirken. Smart Home ist nicht mein einziger Einsatzbereich. Auch in der Pflege werden immer mehr Roboter eingesetzt. Ist es so, dass es einerseits Roboter in der Pflegepraxis ja noch gar nicht gibt, andererseits aber eine riesen Diskussion um Roboter in der Pflege angebrochen ist. Und die Diskussion, die ist stark aufgeladen, auch mit immer ethischen Fragen. Da geht es immer um die Frage der Entmenschlichung von Pflege, dass Roboter Pflegekräfte ersetzen und Menschen pflegen. Und bei dieser Diskussion spielt die Gestalt von Robotern eine große Rolle. Also wie stelle ich mir einen Roboter vor in der Pflege? Und da ist eigentlich ganz interessant, dass diese Ängste sehr stark von einem humanoiden Roboterbild geprägt werden. Während die Roboter, die in der Praxis eher eine Rolle spielen oder die wir jetzt in Projekten sehen, eher, ich sag mal, Geräte sind, die mit robotischen Funktionen ausgestattet sind, wie jetzt ein teilautonomer Lifter oder ein autonomer Visitewagen. Auf der anderen Seite ist es so, dass es auch viele Bestrebungen gibt, Maschinen oder Robotern soziale Fähigkeiten beizubringen im Kontext der Pflege. Pflege ist ganz stark auch Beziehungsarbeit und deswegen ist es häufig so, dass man Robotern versucht, mit Fähigkeiten auszustatten, einerseits Emotionen, Befindlichkeiten, Gefühlslagen von Menschen zu verstehen, andererseits aber auch selbst derartige Dinge ausdrücken zu können. Roboter haben dann oft Augen, haben eine Mimik, kriegen also durchaus sagen wir mal, Persönlichkeitsmerkmale, häufig auch Namen. Ja? Also das ist dann ein wichtiger Faktor, um den Roboter zu einem Beziehungspartner, zu einem Companion zu machen, unabhängig von der Frage der Gestalt. Auch in der Computergrafik ist das Uncanny Valley Phänomen bekannt. In Animationsfilmen wie der Polarexpress begegnen uns Figuren, die manchen Zuschauern visuell nicht ansprechend erscheinen. Also um den Uncanny Valley Effekt zu umgehen, kann ich eben ganz bewusst mich dazu entscheiden, wenig Realismus in meine Charaktere reinzubringen. Das beeinflusst natürlich schon das Storytelling, das beeinflusst das visuelle Design der Charaktere und nachher auch die Art und Weise, wie ich diese animiere. Beim Motion Capturing werden ja menschliche Bewegungen von einem Darsteller direkt aufgenommen und auf einen virtuellen Charakter übertragen. Ein Beispiel, was ich da nennen kann, ist also dieser Tim und Struppi Film, wo die Charaktere relativ wenig realistisch sind, weil die ja am Comic-Original gehalten sind, die sich aber im Film dann sehr, sehr realistisch bewegen. Und das gibt auch so eine gewisse Diskrepanz für einen Betrachter, da stimmt irgendwas nicht. Also in der Filmindustrie ist sicherlich, da sind Budgets vorhanden und da sind auch die Techniken erprobt und bekannt, wie ich mich rechts vom Uncanny Valley-Effekt bewegen kann, wie ich also Charaktere so aufwendig und so glaubhaft darstellen kann, dass für einen Betrachter sich kein
Hochmoment ergibt, wo er sich komisch fühlt. Es wird wahrscheinlich sogar auch mit weniger Budgets in Zukunft möglich sein, dann sich rechts des Uncanny Valley-Effekts zu bewegen, weil die Werkzeuge und die Hardware immer aufwendiger werden und immer leistungsfähiger werden. Also während Roboter heute in der Pflege praktisch noch gar keine Rolle spielen, kann man schon erwarten, dass es eine Reihe von Tätigkeiten gibt, die durch Pflege, wo Pflege durch Roboter unterstützt werden kann. Wenn man sich aber anschaut, was Pflegekräfte tun, ist ein Großteil der Tätigkeiten, die dort passieren, sehr, sehr schlecht automatisierbar. Und da auch immer die Beziehungsarbeit so eine große Rolle spielt in der Pflege, kann man jetzt eher nicht erwarten, dass es robotische Pflegekräfte geben wird, also auch in Zukunft eher nicht. Im November 2018 präsentierte eine chinesische Nachrichtenagentur ihren ersten Nachrichtensprecher in Form einer künstlichen Intelligenz, nach dem Abbild eines realen Anchorman. Noch wird der Text, den er präsentiert, von Menschen eingespeist, aber wer weiß, zu was künstliche Intelligenzen in Zukunft fähig sein werden. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. Der VfL Wolfsburg hat eins, Schalke und Leverkusen auch. Viele große Vereine in Deutschland haben mittlerweile ein eigenes E-Sports-Team gegründet. Gespielt wird nicht nur FIFA, sondern auch andere Games wie zum Beispiel Shooter oder Rollenspiele. Die Meisterschaften auf der ganzen Welt sind große Ereignisse und mit enormen Geldsummen verbunden. Auf der lokalen Vereinsebene tut sich E-Sport in Deutschland aber noch schwer. Das Team von Heidelred erklärt warum. Springen, werfen, rennen. Sport tut gut und macht Spaß. Doch das geht nicht nur in der Halle, sondern auch auf dem Bildschirm. Seit 2 Jahren hat der TSV Oftersheim eine eigene E-Sport-Abteilung. Die Spieler trainieren gemeinsam im sogenannten Gaming-Raum. Dabei wird von jedem höchste Konzentration gefordert. Weil man wie in einem anderen Verein auch ein Ziel vor Augen hat, mit einer Mannschaft zusammen ein bestimmtes Ziel erreichen will, gegen andere Mannschaften auch spielt. Es ist jetzt nicht die körperliche Ertüchtigung wie jetzt zum Beispiel beim Fußball, aber auch als E-Sportler, wenn man erfolgreich sein will, sollte man ein gewisses Fitnesslevel haben, meiner Meinung nach, weil dann auch die Konzentrationsfähigkeit besser ist beim Spielen. Während Amateure bei lokalen Wettbewerben um Anerkennung und kleine Preisgelder kämpfen, füllen die Stars der Szene ganze Arenen. Sie werden von ihren Fans vergöttert und hoffen auf Prämien im Millionenbereich. Vor diesem Hype kann sich auch der Deutsche Olympische Sportbund nicht drücken. Sich ganz darauf einlassen will er sich aber auch nicht. Während das virtuelle Fußballspielen für ihn als Sport gilt, tut er sich mit anderen Spielen schwer. Der DOSB erkennt die Bedeutung von E-Gaming als Teil einer modernen Jugend- und Alltagskultur an, nicht jedoch als eigenständige sportliche Aktivität. Der DOSB weckt konsequent darauf hin, dass keine E-Gaming-Aktivitäten in Vereinen angeboten werden, die dem anerkannten Wertekanon des DOSB-Sportsystems nicht entsprechen. Er setzt sich dafür ein, die virtuellen Sportarten unter dem Dach des organisierten Sports als gemeinnützig anzuerkennen und wendet sich entschieden gegen eine Aufnahme von E-Gaming-E-Sport in die Abgabenordnung. Der TSV Oftersheim sieht das anders. Ja, das ist ein weiterer Versuch, E-Sport irgendwie abzugrenzen, um möglichst nur die angenehmen Sachen für bestimmte Organisationen rauszunehmen. Also ich halte es für völlig unnötig. Aktuell hat die E-Sport-Abteilung etwa 100 Mitglieder und es werden immer mehr. So zocken junge Menschen nicht mehr alleine zu Hause, sondern gemeinsam. Und ein Verein macht das, was ein Verein sonst auch macht. Er bringt Leute zusammen, er bringt Trainingskonzepte mit, er bringt Training mit und kann dann systematisch wirklich auf dem Themengebiet arbeiten. Ob der DOSB E-Sport offiziell anerkennen wird, bleibt abzuwarten. Für E-Sportler gehört ihr Hobby jedenfalls in den Verein. Zwar sieht Sport in der Halle auf den ersten Blick anstrengender aus, doch es gehört mehr dazu. Bei Basketball und E-Sport kommt es vor allem auf Taktik an. Wie bei jedem Teamsport zählt vor allem eins: Gewinnen kann man nur gemeinsam. Das war's auch schon wieder mit unserem kleinen Einblick in die aktuellen Trends der Technik. Ständig im Wandel und damit immer spannend. Alle Beiträge gibt es auch nochmal zum Nachschauen in der Mediathek und alle aktuellen News wie immer bei Facebook. Das war's für heute. Ciao.